Hallo, liebe ETS-Freunde. Wir fahren heute auf der Great Steppe Map und testen die Road Connection zu der Rus Map. Die Fahrt geht von Oral bis nach Saratow. Ja, und das sind insgesamt 341 Kilometer, die wir jetzt zusammen fahren werden. Habt Spaß dabei, testet es mit mir aus, ob es klappt. Und lass uns loslegen. Geladen haben wir Spanplatten 21 Tonnen, also schon etwas größeres Gewicht. Aber sollte auch für unseren Mercedes New Actros 2019 kein Immer Problem sein. geradeaus. Immerhin haben wir ja auch die höchste Motorisierung hier drin. So, von der Zeit her, wir haben es 10:49 Uhr, sind also gut im Zeitplan. Gucken wir nochmal durch. Wir haben Immer 6 Stunden geradeaus. 29 Restzeit bei 6 Stunden 24, also wir sollten ein bisschen schneller fahren, als vielleicht erlaubt ist, um rechtzeitig anzukommen. Ja, nochmal hier zum Fazit der Great Steppe bei ProMods Map. Toll gelungen. Eine Empfehlung. Auf jeden Fall holt sie euch. Sie kostet nichts. Und sieht wirklich toll aus. Gerade die Abwechslung und so weiter zu den europäischen Städtenkarten und so weiter. Das ist schon immens, sage ich mal. Und wie gesagt, es ist Immer komplett geradeaus. cool zu verlinken. Ich glaube, sie verlinkt sich mit drei Karten. Also wie gesagt, das Links müsste die halten Rus Map und sein. dann links abbiegen. Das ist die Road to Asia. Und es dürfte noch die Biege nach links ab. Aral Map sein. Oh, jetzt habe ich auch noch links abbiegen und ich stehe auf der rechten Spur. Ja, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr diese neue Map findet. Ich meine, es ist einiges passiert, was ProMods schon in Angriff genommen hat. Aber ich glaube, es sind auch noch Reste von den Vorgängern drin, die noch nicht verändert worden sind. Und nichtsdestotrotz, wichtig ist erstmal, dass es da ist, dass es läuft. Und alles andere kommt mit der Zeit. Auch hier die Städte, die sehen einfach schon klasse gemacht aus. Immer geradeaus. Mit genug Traffic ist hier einfach Leben. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Hatte ich letzt auch schon mal im anderen Video erwähnt. Solche Baukräne oder solche Sachen.
wie Neubauten, Baustellen von ganzen Häusern, Komplexen und so weiter. Das sieht man auf anderen Karten selten und das finde ich halt schon cool. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Also wie gesagt, das fällt mir sofort auf und solche Sachen finde ich extrem cool. Wie gesagt, wir dürfen ja nicht trödeln. Sorry, sorry. Geradeaus. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Jetzt bin ich die ganze Zeit schon mit 90 gefahren. Ich glaube, wir haben schon was rausgeholt. Ja. Nicht ganz eine halbe Stunde, aber es ist schon mal. Immer geradeaus.
Wie gesagt, ich fahre diese Strecke auch das erste Mal. Ich bin es schon mal aus anderen Richtungen kommend gefahren, bevor ich hier diese neue Great-Steppe von Promods installiert hatte. Aber man sieht es auch am Navigator. Er färbt das Ganze jetzt in Gelb bzw. Gold ein, was vorher noch grau war. Also sagt er mir sozusagen, ich bin diese Strecke noch nicht gefahren. Sind wir hier schon am Grenzübergang? Sieht ganz so aus. Upsi. Naja, ein bisschen Aufliegerschaden schadet nichts, solange wir hier über die Grenze kommen und wir keinen Zusammenbruch der Map haben. Wird halt beim nächsten Stadt, in der nächsten Werkstatt wieder repariert. Dankeschön. Und jetzt kommt noch mal die russische Grenze, glaube ich. Ja, ich glaube, wir haben hier die 5 Stundenkilometer. Genau. Deswegen schleicht er vor uns so. Naja, sieht ganz entspannt hier aus. Wie der Polizist hier mit diesem. Weiß nicht, ob es ein Tourist ist, redet. Aber. Wir werden uns um uns kümmern. Gucken, dass wir über die Grenze kommen.
Und der wird auch noch kontrolliert hier auf der linken Seite. Ja, 5 km/h. Hier ist 70, mein Freund. Laut meine Angabe hier unten im Cockpit. Wahrscheinlich zählt es für ihn nicht erst ab da vorne, wo die 50 steht. Jetzt aber Gas. Wie sieht es mit unserer Zeit aus? Ja, das wird nichts mehr. Da haben wir jetzt am Grenzübergang genug Zeit verloren. Die werden wir verspätet abgeben. Kilometer sind es noch. Ja, die bleiben hier an jedem Bahnübergang beim Stoppschild stehen. Das ist anders wie in Deutschland, wo man hinfahren kann und links und rechts schauen. Kommt nichts und weiter. Wir haben jetzt auch angehalten. Wir halten uns halt an die Regeln. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Wir sind auf der Vorfahrtsstraße. Wir dürfen 70. Also fahren wir das auch gleich. Ja, wirklich eine tolle Sache. Also es läuft problemlos, so wie es aussieht. Das ist jetzt die zweite Road Connection, die ich teste. Die erste war ja die Road to Asia zu der Great Steppe Map und jetzt sind wir aus der Great Steppe Map zur Rus Map gefahren. Und rechts abbiegen. Und überhaupt biege nach rechts keine ab. Anstand hier irgendwo, was nicht funktionieren könnte. Also alles problemlos. Und das ist sehr erfreulich. Ich meine, ich hatte vorher auch die Road Connection der Great Steppe drauf. Und diese lief halt auch problemlos. Aber jetzt auch mit der neuen ProMods-Version der Great Steppe sieht das Ganze sehr gut aus und läuft. Kann nichts anderes sagen. Also ich muss im Allgemeinen sagen, das große Kartensetup, was ich im Moment drauf habe, ich glaube, trotz den 220, 230 Mods, die ich drauf habe, so stabil lief der ETS bei mir noch nie, wie mit diesem Karten- und Mod-Paket. Hubschrauber im Feld gelandet. Sieht man auch nicht alle Tage. Ja, diese Strecke hier sind wir schon gefahren. Man sieht es an
Navi ist bereits gelb angefärbt. Immer geradeaus. Nimm demnächst die Ausfahrt rechts. Nimm die Ausfahrt rechts. Fahren wir der Feuerwehr mal hinterher. Immer geradeaus. Ja, auch die Roost Map ist eine schöne Karte. Wer hier gerne unterwegs sein möchte, sollte auch hier zuschlagen. Wie gesagt, problemlos zu verbinden mit den richtigen Road Connection. Immer geradeaus. Ich habe jetzt keine neue drauf gemacht, sondern habe die alten genutzt, die auf der alten Great Steppe zu Roost Map waren. Alles perfekt. Wir sind eine Stunde im Verzug. Immer geradeaus. Oh, diese Strecke bin ich jetzt noch nicht gefahren anscheinend. Die färbt er mir wieder neu ein auf dem Navi. Diese Strecke kennt er schon wieder. Ich hatte auch zuvor nochmal die Roost Map neu abgedatet. Da gab es eine Version 2.4.6. Punkt 1 war die alte und jetzt ist, glaube ich, Punkt 2 draußen. Kann sein, dass da was auf der Roost Map verändert worden ist. Das ist hier sozusagen dann auch für mich unerkundetes Terrain war.
100 Kilometer haben wir noch zu fahren. Immer geradeaus. Das sah knapp aus, ne? Seht ihr, so ein blauer, langsamer Laster hier vor uns. Die hasse ich ja. Die schleichen immer über die Gasse. Oh, jetzt habe ich gerade Schwung. Das geht. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ja, schreibt es doch bitte auch mal in die Kommentare, wie ihr die ganzen Maps denn findet. Ob euch das auch Spaß macht, so ein großes Kartenpaket zu fahren. Was ihr drauf habt, würde mich interessieren. Oder ob ihr es euch erst laden möchtet und installieren möchtet. Oder ob ihr vielleicht auch abwartet, bis die neue ETS-Version, die 1.47, draußen ist, um dann erst zu wechseln auf eine große Karte. Denn... Ui. Oh, ja, da hat die Ladung etwas beim Bremsen gedrückt. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ja, weil so einer davor steht, ist der jetzt, hat der so abbremsen müssen, dass ich ihm hinten drauf gefahren bin. Ja gut, dann seht ihr auch nochmal das Regen in Russland.
sind wieder die Stoppschilder an den Bahnschienen, ne? Hallo, willkommen im Stream. Wie gesagt, ich teste heute die Road Connection zwischen der Great Steppe Map und der Roost Map. Nehme das Ganze hier im Livestream bei Twitch auf, was später dann auf YouTube kommt. Wer gerne mal vorbeikommen möchte, kann mich auf Twitch abonnieren. Kriegt dann die Benachrichtigung, dass ich live bin und kann sozusagen dann mit dabei sein, wenn ich hier Videos für YouTube produziere. Kann sich natürlich auch gerne im Chat beteiligen hier. Immer geradeaus. So, wir haben es noch 24 Kilometer bis zum Zielort. Dann haben wir diese Tour auch geschafft. Der Ausfahrt. Nimm diese Ausfahrt. Hier haben wir kleine Soundaussetzer gerade. Immer geradeaus. Ab. Ach, wir haben auch vorne die Ampel, die uns zeigt, dass es grün ist. Das finde ich ganz toll. Ich glaube, gibt es in Skandinavien auch. Da braucht man nicht hoch oder an die Seite zu gucken oder immer geradeaus. Falls die Sicht doch versperrt ist durch einen anderen LKW auf die Ampel. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab.
Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Und was macht ihr hier vorne? Kriegt ihr es geregelt? Doch nochmal zu Trick 17 greifen. Finden. Sorry dafür. Immer geradeaus. Ich muss mich mal vordrängeln. So, da vorne werden wir wenden müssen. Ich würde sagen, wir wenden schon hier und probieren es mal. Okay, lass uns eine neue Route finden.
Ja, auch diese Städte sind schön gemacht. Mit den Häusern, die hier stehen. Den passanten Spielplätzen. So, hier sollten wir auch einbiegen. Endlich, wir sind da. Ich habe mir fast gedacht, dass ich hier hänge. So, ich sag mal vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Bis demnächst. Ciao, euer Wendet. Lasst gerne ein Follow da, beziehungsweise ein Abo bei YouTube. Ein Like, würde mich drüber freuen. Schreibt was in die Kommentare. Ciao, bis bald.